herzlich willkommen wieder auf meinem Kanal. Für die, die das erste Mal zugestoßen sind, ich bin die Nadja. Und zwar bin ich gerade richtig spät dran. Scheiße, ich muss, oh mein Gott, ich muss in 2 Minuten los. Auf jeden Fall dachte ich mir, ich nehme trotzdem noch mal kurz auf, während ich noch zu Hause bin. Ich habe gerade diesen Haarband auf dem Kopf, weil ich meine Wig geklebt habe. Gerade gut, dass ich das gerade sage, weil ich muss noch meine Nadel mitnehmen. Ich will es nämlich festnähen. Auf jeden Fall, ja, deswegen habe ich das gerade auf. Und zwar geht es jetzt für mich nach Düsseldorf zu diesem Afro, wie heißt das nochmal? Afro, ja, ich vergesse, wie das heißt. Auf jeden Fall steigt von der krasse Afro-Party. In Düsseldorf werde ich bei der Gerda sein. Die ein oder anderen kennen sie wahrscheinlich. Die sie nicht kennen, werden sie dann später kennenlernen. Sie hatte früher auch einen YouTube-Kanal, macht das aber gerade nicht mehr. Vielleicht kommt sie auch irgendwann wieder zurück. Auf jeden Fall geht es für mich ab jetzt nach Düsseldorf und danach von Düsseldorf nach Stuttgart, weil ein Kumpel B-Day hat und morgen sein B-Day abends feiert. Und oh, dieses Wochenende wird mal wieder echt extrem aufregend bei mir. Deswegen dachte ich mir, ich vlogge das jetzt mal. Auf jeden Fall, Leute, ja, ich weiß, dass ich gerade schlimm aussehe, aber naja, es ist gerade die Zeit in Deutschland, wo es über 30 Grad hat und du vom Nichtstun schwitzt. Anyways, ich gehe jetzt los, weil meine Zeit ist zu. Also, ich gehe jetzt los, Leute, und wir sehen uns dann in Düsseldorf. Peace. So, Leute, ich bin jetzt gerade auf dem Weg zum Bus. Und zwar bin ich so stolz auf mich. Schaut euch mal meinen Koffer an, ne? Und meine Tasche. Dadurch, dass ich so viel verreise, schaffe ich es, mich immer so, also wenig zu packen, ne? Nicht zu viel. Mein Problem ist dann halt einfach nur, dass wenn mein Outfit irgendwie kacke wird oder kaputt geht oder schmutzig wird, habe ich keinen Ersatz. Aber davon gehe ich nicht aus. Ich gehe immer vom Positiven aus, hält auch gesund. Und ja, ich bin voll stolz auf mich, dass ich es schaffe, meine ganzen Sachen immer so in kleinen Sachen zu packen. Damn! Auf jeden Fall, ich merke gerade, wie ich atme. Ich bin nämlich einfach spät dran und mein Bus kommt gleich. Deswegen, ja, bis später. Wir sehen uns am Flughafen. So, Leute, ich bin jetzt in Düsseldorf angekommen. Und zwar habe ich einfach vergessen, eine Jacke einzupacken, okay? Ich habe keine Lederjacke, Jeansjacke oder sonstiges. Ich habe keine Jacke eingepackt. Ich hoffe einfach, es wird nicht kalt. Es ist jetzt schon auf jeden Fall ein bisschen kühler geworden. Fürs Feiern gehen brauche ich zwar keine Jacke, aber so, wenn ich morgen nach Stuttgart gehe zum Beispiel, brauche ich auch, eigentlich auch eine Jacke, aber ich habe keine Jacke dabei. Naja, anyways. Jetzt nehme ich gleich den Zug und dann gehe ich zu Gerda und ja. Wir sind dann später bei Gerda. So, Leute, herzlich willkommen erstmal in NRW. Und zwar haben wir uns jetzt fertig gemacht, als ich angekommen bin. Irgendwas war mit den Bahnen. Das heißt, ich bin später angekommen, als ich eigentlich ankommen wollte. Mussten wir alles schnell machen, uns richten und alles drum und dran. Und jetzt sind wir schon fertig. So gut wie. Und gehen auch gleich los. Und wen habe ich denn hier? Gerda Nunno. Meine Converse erst an, Nadja. Bitte? Hier ist meine Converse an. Nein! Haben meine hohen Schuhe jetzt an? Die Melange? Ja. Ha. Du musst drin lernen. Die Melange haben wir nicht. Nein. Das heißt, meine Sohle muss ich noch reinmachen. Wisst ihr, was ich krass finde? Ich habe dieses Outfit erst heute gekauft. Normalerweise gehe ich nicht in New Yorker Shop, normalerweise mache ich auch keine Werbung, aber das habe ich von New Yorker für 30 Euro oder so, glaube ich sogar. Also, Mädels, wirklich, geht bei New Yorker vorbei. Die haben echt schöne Sachen ab und zu, ne? Kennst du? Ja. Guck mal, man fühlt sich. Thank you.
muss sagen, einige müssen einfach arbeiten. Ose! Ah, Unim! Anyways, ich glaube, wenn ich nichts erwartet hätte, wäre es gut gewesen. Aber dadurch, dass ich... Okay, ich schreibe das auf jeden Fall da unten irgendwo. Voll warm. Und demnach war es dann extrem stickig und warm und so. Und die Scheißregel war, dass man nicht mal rausgehen durfte. Weil wenn du rausgehst, musstest du deine Karte zahlen. Und wenn du wieder reinkommst, musst du wieder Neues nehmen. Ja. Richtig blöd. Das bedeutet, die hohe Schuhe hatten, konnten nicht mehr ihre Schuhe wechseln gehen. War schon ein bisschen blöd. Und frische Luft konnte man auch nicht schnappen gehen. Aber naja, nichtsdestotrotz war okay. Ich kann mich nicht beklagen, weil immerhin war ich jetzt hier und mein Geld kommt eh nicht wieder zurück. So. Ja, Mann. Deswegen, für mich geht's jetzt in 3 Stunden ab nach Stuttgart zu meiner Mom. Anyways, Leute, es ist noch gut ausgegangen. Alter, innerhalb 10 Minuten ist schon so hell geworden. Hey! Ja, auf jeden Fall ist noch gut ausgegangen. Die haben nur einen Alkoholtest gemacht. Aber sie hat ja keinen Alkohol getrunken, deswegen war alles gut. Und als Tipp haben die dann noch gesagt, immer nur zu fünft ins Auto. Und sie denkt dran, immer nur zu fünft ins Auto. Boah, Leute. Wir sind jetzt endlich wieder bei Gerda angekommen. Der Grund, wieso ich so schnaufe, sie wohnt im letzten Stockwerk. Ich glaube, dieses Haus hat 6-7 Stockwerke. Hey! Anyways. Oh, ich liebe dieses Wort, anyways. Es ist jetzt einfach 6:04 Uhr. Okay? Es ist 6:04 Uhr. Wir sind uns dann in Stuttgart, weil am Flughafen werde ich auf jeden Fall nichts aufnehmen. Ich werde mich jetzt abschminken und einfach jede Gelegenheit nutzen, in der ich schlafen kann. Also, Leute, bis später. Ciao. So Leute, hey, wie ihr sehen könnt, ich bin frisch geduscht, frisch geschminkt und jetzt ready für die Stadt. Und meine kleine Schwester ist auch ready. Ich frage mich nur gerade, wo sie ist, weil sie war gerade eigentlich noch neben mir. Anyways, wir gehen jetzt in die Stadt und ja, genießen das sonnige Wetter, Eis, Essen, alles drum und dran. Ich rufe sie mal kurz, damit ihr sie kennenlernen könnt. Hi. Meine kleine Schwester Wendy. Hey. Sag mal, sehen wir uns ähnlich? Okay, gerade für dich nicht. Nee. Aber wenn ich auch meine Haare habe, dann sehen wir uns schon ähnlich. Ja, schon, geht schon. Also ja, das ist meine kleine 15-jährige Schwester, die mit meiner Mom in Stuttgart lebt. Oh, ist so warm. Und ja, wir gehen jetzt los und ja, wir sehen uns dann in der Stadt, Leute. Bis später. So Leute, wir sind jetzt in der Stadt, in der sogenannten Königstraße in Stuttgart. Ich zeig das euch mal. What the fuck, yo? Let it all go. 5, 4, 3, 2, 1, ich konnte euch Stuttgart ein bisschen zeigen. Eigentlich nicht wirklich, aber ja, wir haben jetzt
7:08. Ich gehe jetzt nach Hause, mache mich dann ready, also duschen, abschminken, nochmal neu schminken. Und dann geht's ab zu dem Geburtstag von meinem Kumpel. Und da werde ich euch auch mitnehmen. Also dieses Weekend wird full, ne? Ich habe mein Rückticket in die Schweiz noch gar nicht gebucht für morgen, weil ich nicht weiß, wann ich aufstehen werde und so weiter. Aber ich werde auch, glaube ich, mit dem Zug fahren, weil Fliegen ist mir zu teuer und auch ein bisschen unnötig für die kurze Strecke. Deswegen werde ich wahrscheinlich mit dem Zug fahren. Anyways, wir sehen uns dann später, wenn ich wieder frisch bin. So, also Leute, ich bin jetzt ready fürs Geburtstag. Ich habe mir gedacht, ich mache mal einen Zopf, auch wegen Tanzen und so weiter. Und ja, das ist mein Outfit mehr oder weniger. Ich hoffe, ich bekomme ein Bild hin. Dann werdet ihr das auf Insta sehen. Anyways, oh wow. Auf jeden Fall, ja, ich muss jetzt auch los, weil meine Bahn auch gleich kommt. Und ja, Priscilla, Letty und ich. Priscilla werdet ihr auch gleich kennenlernen. Und die Letty auch. Mit den beiden gehe ich jetzt hin. Und ja, Leute, dann bis später. Das ist die liebe Priscilla und Letizia. Deren Insta-Namen werde ich auf jeden Fall da unten irgendwo hinschreiben, vor denen oder sowas. Auf jeden Fall, ja, wir nehmen jetzt die Bahn und dann treffen wir uns mit den anderen Leuten. Nadia muss ein Video davon machen, wie ich mit dem Eyeliner meine Augenbrauen mache. Leute, guckt, was ich da sage. Ich komm darauf echt nicht klar. Sitzen wir alle rum, reden und hat sie einfach deinen Eyeliner. Aber egal, diese Spontanität, ich habe ihr erst vor einer Stunde geschrieben, dass sie mit auf den Geburtstag soll. Sie war direkt dabei. Also, kann man das schon verstehen. So. Ey, Sven, wehe, du schätzt das nicht. Du schätzt dass ich in der Bahn für dich schminke. Was hast du gerade nochmal gesagt? Nadja will unbedingt, dass ich sage, ich habe Parfüm genommen und ich bin allergisch gegen Parfüm. Und deshalb muss sie jetzt die ganze Zeit genießen. Sie ist hier gerade einfach am Niesen. Warum nimmt man Parfüm, wenn man allergisch ist gegen Parfüm, Leute? Ich will gut riechen, falls ich später schwitze. Leute, bitte! Hör auf, dich darüber lustig zu machen, wie ich mich schminke. Ist es kein Edding? Das ist ein Edding. Das ist ein Eyeliner, der ist nur übel fett. Kennt jemand so einen Eyeliner? Also, ja! Schreibt das bitte in die Kommentare, ob es ein Edding ist oder ein Eyeliner. Oh mein Gott, das sieht voll scheiße aus. Schreibt bitte in die Kommentare, dass mein Eyeliner gut aussieht, damit ich mich besser fühle. Damals noch ein Drecksjob, heute Mieter Jackpot. Haute Couture, Côte d'Azur, Monte Carlo, Next Stop. Zahl nichts für J-Joe, Karis auf der Payroll. G-So wie Nate Dogg, you better lay low. Putz meinen Sunny mit Bob. Also auf dem Weg nach Hause. Auf jeden Fall, der Grund, warum ich, wenn ich in Stuttgart oder allgemein in Deutschland bin, nicht gerne feiern gehe, ist einfach, nein, ich sag Stuttgart. Stuttgart, weil Stuttgart gehe ich generell nicht feiern. Seit Jahren gehe ich hier nicht feiern. Und heute war ich halt wegen meinem Kumpel, seinem B-Day, im Perkins Park. Und diese Leute sagen immer, ja, Perkins Park war krass, Perkins Park ist cool, aber ich fand, scheiße, im Vergleich zum Ausland ist nichts. Ich mag Perkins Park ist etwas. Also alle Leute, die Perkins Park feiern, geht einfach mal ins Ausland feiern und dann nochmal Perkins Park und dann werdet ihr den bestimmt verstehen. So Leute, das sind gerade meine letzten Minuten hier. Ich habe ungelogen den ganzen Tag so gut wie gepennt. Ich war ein paar Mal wach, aber ich habe größtenteils nur geschlafen bis 17 Uhr. Jetzt war ich duschen, alles drum und dran. Meine Mom setzt mich gleich am Hauptbahnhof ab. Dann nehme ich den Zug zurück in die Schweiz. Anyways, ja, ich werde mit dieser Duschhaube gehen, weil mich juckt nicht. Ist mir egal, es ist gerade zu warm für den Weg. Ich habe keinen Bock auf den Weg.
und ich bin im Zug, deswegen don't judge. Ja, auf jeden Fall, meine große Schwester war ja in Ghana für 5 Wochen. Die einen oder anderen haben es mitbekommen, weil ich das mal kurz erwähnt hatte. Und die ist jetzt auch back. Nichtsdestotrotz beende ich mein Video lieber hier, weil ich glaube, sie ist auch noch und alles drum und dran. Ich bedanke mich bei jedem, der mein Video bis zum Ende angesehen hat. Ich hoffe, mein Vlog gefällt euch und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Peace.